Hey ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Es geht wieder los. Ja, Planet Zoo ist gestern erschienen. Um 13 Uhr war es wieder spielbar. Beziehungsweise jetzt heute. Ich nehme jetzt gerade hier auf. Am Abend und werde jetzt eine kleine Session aufnehmen. Und vielleicht habt ihr es gesehen, ich hatte in der Community eine kleine Umfrage gestartet. Und zwar, was ihr lieber sehen wollt. Szenerie. Nicht Szenerie, Szenarien, also die Herausforderungen, beziehungsweise hier Karriere, es ist ja viel mehr. Obwohl, Herausforderung ist, glaube ich, das gleiche wie Sandbox, nur halt ohne unbegrenztes Geld und ohne unbegrenzte Möglichkeiten. Also Karriere oder Sandbox. Und tatsächlich haben sich die Stimmen für Karriere und Sandbox relativ die Waage gehalten. Ich hatte aber noch eine dritte Möglichkeit zur Abstimmung gegeben, und zwar, dass ich das wöchentlich abwechsle. Und das hat mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Also werde ich das jetzt so machen. Und ich werde mit der Karriere anfangen, damit wir nochmal so ein bisschen reinkommen. Da, irgendwo, da. Das da übrigens ist mein Avatar. Ich, ja, mein Kopf, meine Kopfform ist ein bisschen anders, aber ansonsten, glaube ich, passt das ganz gut. So, was haben wir denn hier noch? Noch 5 Tage. Eye of the Tiger, Königstiger züchten. 1%. Warum es bei Königstiger züchten? Züchten vor allen Dingen. Ein Löwe auf dem Bild. Naja gut, macht nichts. So, hier sehen wir jetzt auch meine ganzen, alle Leute, die ich hier so drin habe. Unter anderem hier auch die liebe Ellie. Warum hat die Davina so eine coole Frisur? Ich will die auch haben. Ich glaube, die hat sich als Teenager erstellt. Dann haben die so eine Frisur. Guck mal, die Ellie sieht sehr, sehr ähnlich aus wie ich. Da ist die flauschige Natti unter anderem auch. Oh, und die Chrissy. Raffenklaff. Ja. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mit der Karriere weiter. Die Franchise-Zoos, die wurden zurückgesetzt. Franchise werde ich auf Kadi Gaming spielen. Auf Kadi Gaming kommt jetzt heute und morgen noch eine Folge aus der Beta. Ich habe nämlich ein bisschen zu viel im Voraus aufgenommen. Und da geht es dann ab Freitag los mit einem neuen Franchise-Zoo. Lade ich euch auch ganz, ganz herzlich natürlich zu ein, zuzuschauen und mich zu begleiten. Und da auch eure 50 Pfennig zu abzugeben und schon mal zu sagen, hey, das und das Tier würde ich mal als nächstes wünschen. Ja, und Goodwin House, das ist ja das, was wir schon abgeschlossen haben. Und ich würde jetzt hier ganz gerne weitermachen. Wir haben hier das madagassische Affenschutzprojekt und der Ahornblatt-Wildtierpark. Ich würde sagen, wir machen das der Reihe nach. Das madagassische Affenschutzprojekt. Der madagassische Affenschutzzoo ist das Glanzstück von Bernard Goodwins Arbeit in der Region. Sein Schwerpunkt liegt auf Zucht- und Auswilderungsprogrammen für Menschenaffen und Affen. Er setzt sich für die unterschiedlichsten Affenarten ein und leistet Aufklärungsarbeit bei den Besuchern. Doch Bernhard hat sich noch nie auf seinen Lorbeeren ausgeruht und möchte nun sehen, was du an diesem vielversprechenden Ort leisten kannst. Dann starten wir doch mal direkt. Die Folgen werden jetzt übrigens nicht mega lang werden, damit ich einfach gewährleisten kann, dass auch wirklich jeden Tag was kommt. Deswegen werde ich sie immer so um die 10 Minuten rumhalten. Ich weiß, dass wir damit keine riesen Sprünge in Sachen Fortschritt machen können. Aber ja, so kommt dann wenigstens täglich was. Und für manche einen ist es vielleicht sogar ganz angenehm. Für jemanden, der viel arbeitet, lange in der Schule ist, zu Hause viel zu tun hat und so weiter und so fort. Und wow, willkommen auf hübsch. Madagaskar. Ist etwas anderes als das alte, trostlose England, was? Naja, bis auf das Wetter. Der Regenwald wird eben nicht ohne Grund so genannt. Du wirst in einer Auffangstation für Affen arbeiten, in der wir wichtige Arbeit zur Arterhaltung leisten. Dabei geht es nicht nur um Affen, sondern um verschiedene Arten. Aber Affen. Affen sind die nächsten Artverwandten des Menschen. Und doch werden sie behandelt. Nun, sie werden behandelt, wie wir auch einige Angehörige unserer tatsächlichen Verwandtschaft behandeln. Deshalb bin ich auch entschlossen, hier etwas Gutes zu bewirken. Wenn wir einen Teil der Welt in einem besseren Zustand hinterlassen können, als wir ihn vorgefunden haben, hatte unser Leben einen Sinn. Ich hoffe nur, das gilt nicht für mein Zuhause. Bei dem Chaos dort hätte mein Leben sonst ganz sicher keinen Sinn. Der gute Bernie. Was sagst du zu Madagaskar? Mir ist es hier etwas zu heiß. Naja,
Das hier ist auf jeden Fall Bernies Auffangstation für Primaten. Neben Primaten gibt es hier aber noch jede Menge andere Tiere. Wollen wir uns mal ein bisschen umsehen? Als erstes schauen wir bei den roten Waris vorbei. Das sind die, die aussehen, als gehörten sie in ein Stück von Shakespeare. Komm, geh zu ihnen rüber. Was zur Hölle? Ein hübscher Zoo, oder? Wow. Sieht ja mal mega hübsch aus. Und ich habe das Gefühl, es läuft noch mal flüssiger, als die Beta lief. Da haben sie mit Sicherheit noch mal nachgebessert. In den Regenwäldern der Masoala-Halbinsel im Nordosten von Madagaskar. Sie werden 15 bis 20 Jahre alt. Unglaublich, oder? Okay, wenn du bereit bist, geht es weiter zu den Borneo-Orang-Utans. Die sind süß, ne? Na du? Die sind schon goldig. Die sind sehr, sehr goldig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja kein Affenfan. Aber diese Lemurenarten, die finde ich echt hübsch. Ich werde jetzt übrigens hier wieder so weitermachen, wie ich aufgehört habe. Ich werde immer mal wieder Screenshots zwischendrin machen, wenn ich halt gerade Bock drauf habe. Ich hoffe, das ist okay für euch. So, wo sind denn die nächsten? Hier. Boah, das ist ja hübsch. Die Orang-Utans sind wunderbare Tiere. Sie sind in Zoos immer echte Besuchermagneten. Und sie sind die größten in Bäumen lebenden Tiere der Welt. Es sei denn, du zählst auch Löwen dazu, die da oben festsitzen. Schau sie dir doch mal näher an. Rufe dazu das Infofenster auf und wähle die Tierkamera. Sind sie nicht einfach großartig? Wenn du soweit bist, schauen wir uns danach mal die Bonobos an. Die sind was ganz Besonderes. Also ich muss sagen, ich bin mega krass gerade beeindruckt hier von dem Gehege. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Hier mit dem Stein so hoch und hier die Hängebrücke. Ist ja auch mal mega schön gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, hier kann ich auf jeden Fall schon mal gut Input für Ideen rausziehen. Oh, sieht aus, als kämen wir gerade recht. Eine der Barrieren des Geheges ist zusammengebrochen. Und natürlich hat sich einer der Bonobos aus dem Staub gemacht. Wir müssen ihn wieder einfangen. Vorher sollten wir aber die anderen Bonobos in Transportboxen stecken, damit sie nicht auch noch ausbüchsen. Wähle die Gehegegrenze, um das Gehege-Infofenster aufzurufen. Die Geheegeritze? Jetzt wechsel zum Reiter Tiere. Ich bin aber ein... Warum? Ich hatte das gerade eben offen. Jetzt kriege ich es nicht mehr auf. Ich weiß, dass man das immer doppelt anklicken konnte. Ja, ich würde das mega gerne aufrufen, aber ich krieg's irgendwie gerade nicht hin. Wo ist denn die Tür? Wo haben wir denn die Tür? Übrigens leckt es jetzt, glaube ich, gerade bei euch in der Aufnahme. Was komisch ist, weil ich sehe keine Lecks bei mir im Spiel. Das Gehege hat einfach keine Türe. Warum kann ich das Gehege nicht öffnen?